Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forever Stranded mit Katsumiri. Hallo! Feurio! Ich bin Balui und wir sind froh, dass ihr mit dabei seid. Weißt du, wo ich gleich froh bin? Es ist Nacht und wir können jetzt gleich endlich an die Stelle gehen, wo ich hier das Ding craften kann, was wir später nutzen können, um tolle Sachen zu machen. Yay! Yay! Yeah. So, ich habe jetzt hier die Stonework Factory gebaut. Oh, mit Starlight Infusion kann man einiges ändern. Ich bekomme 4 Diamanten aus einem Dia-Ohr raus zum Beispiel oder ein Block of Redstone aus einem Redstone-Erz-Block. Das heißt, du musst die Erze roh haben, sozusagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt habe ich doch, wo ist es denn? Ich habe doch jetzt hier diesen Stonework Factory gebaut. Da! Guck mal, das war sogar eine Quest. Witzig. Ja, nein! Hätte ich sowieso also machen müssen. Also alles gut. Einzige, was ich noch nicht ganz weiß, wie sie funktioniert. Heute steht der Mond aber auch anscheinend echt schlecht. So, auf Grind-Mode muss der stehen. Ach du Scheiße, voll kompliziert. Energy. Geh mal davon aus, dass das Ding mit dem Teil unten dann nur und zwar ist. Ich hab damit eine Quest fertig wieder. Furnace-Mode, zweimal zack. Sehr gut. Oh, schön. Zweimal Arrow of Doom raus. Katze macht Magical World. Flame. Claim. Fehlt dir noch eine Altarstufe, kann es sein? Ja. Cool. Dann hast du das durch. Eine fehlt noch. Richtig. So. Da, linked to Celestial Infuser. Und den Celestial Infuser, den können wir jetzt einfach nutzen, um dieses Ding hier zu infusen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, die einzeln zu infusen. Wir probieren jetzt hier erstmal die Stonework Factory aus, wo ich gar keine Ahnung habe. Ob das überhaupt funktioniert hier, das weiß ich halt auch nicht. Ob der noch irgendwie eine Multistructure um sich rum braucht oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert pro Teil. Okay, ist noch nicht fertig gewesen. Der Starlight Infuser. Ich guck mir dazu mal ganz kurz das an. Das geht aber schneller, als ich gedacht hätte. Alter, die Stonework Factory ist gar nicht so schlecht. Oh, die Stonework Factory ist alles. Warum haben wir die schon eher gebaut? Die kann alles. Die kann Gravel, die kann Compressed Gravel, die kann Compressed Sand, die kann Furnace Mode und die kann alles. Und ist gleichzeitig ein Cobblestone Generator. Oh, ich hasse mein Leben. Okay, dafür brauchen wir wieder eine komplette Struktur und nicht nur das da. Haben wir denn jetzt den Markt schon den oder sollten nicht? Wir vielleicht nicht brechen. Ich glaube schon, dass wir einen Markt haben. Im ME oder? Nein. Irgendwo ein Market rumliegen haben, ja. Aber ich sehe aber gerade, wir müssen theoretisch einen Tank holen irgendwo her. Einen Tankerino hätte ich gerne, aber wir haben keinen Tank gerade da. Schlecht. Denn wir haben hier nur 2 Buckets drin und wir brauchen im Laufe der Zeit viel, viel mehr Buckets. Bedeutet dieser Well von Astral Sorcery. Brauchen wir eventuell ein paar mehr von. Und das können wir uns gar nicht leisten mit den Attuned Celestial Crystals. Dazu bräuchten wir nämlich mehr von den Attuned Crystals und die sind hier natürlich in unserer Gegend gerade gar nicht vorhanden. Da unten sind welche. Krasses Teil hier. Witzig. Ich habe nur leider kein Servo. Muss ich also noch einen holen. Habe ich gerade meinen letzten Fall verbraucht? Wow. Du hast noch die Doom. Nee, die sind oben in der Kiste. Na gut. Du hättest einen gehabt. Du hättest hier einen ist Doom. Eine Kiste, das ist okay. Ja, ihr fallt ja alle runter, seid alle bei mir, das wäre schön und gut, Alter, das interessiert mich ja nicht. Wo ist das hier, Hardnet? Was fehlt denn noch? Hardnet Reduct. Gut, brauchen wir später. Theoretisch könnte ich die ganze Verarbeitungsstraße auf Compressed Gravel auslegen und es wäre noch
effizienter, aber das dauert. Effizienter wäre es nicht. Ewig. Effektiver. Effizient ist Heavy Thief nie. Nicht? Nein, hat eine 70, hat eine siebenfachen Output, wenn es funktioniert. Ja. Bedeutet, du hast aus 9 Blöcken ein 7er Output. Okay. Selbst, also wenn du einmal rauskriegst, kriegst du 7 Sachen raus. Wenn du das gleiche mit normalem Gravel machen würdest, hättest du die höhere Chance auf 9. Nee, dann ist ja gut, okay. Nee, dann lassen wir, wie es ist. Alles super. Ja, schön. Okay, das würde ich sagen, funktioniert unsere Verarbeitungsstraße. Oh, der ist schon recht voll. Cool. Wow. Wir müssten eigentlich welche sein irgendwo, Leute. Ich bin echt beeindruckt. Eigentlich welche sein. Ist das diese Dreckslichtquelle hier? Aber irgendwas funktioniert gerade nicht. Achso, ne, kommt nicht hinterher. Ja. Da unten sind sie. Selbst der Pulverizer auf höchster Stufe ist nicht schnell genug. Oder muss ich da jetzt noch Argumentations reintun, damit er schneller ist? Ja, Argumentations, du musst Argumentations reintun. Oh nein, das heißt, die sind nie schneller, es sei denn, ich mache da Argumentations rein? Ja, du musst ein Speed-Upgrade reinmachen, aber du musst die halt erstmal upgradable machen. Ach so, aber ich dachte, die werden schon durch die Upgrades schneller. Nee, es gibt Mods, wo das der Fall ist, aber... Oh, da ist ein Leck. Aus Versehen. Miri? Wie heißen die? Oder sind das die blöden Speed-Upgrades, die GP brauchen? Nein, das sind hier diese Coils. Oh nein, nicht jetzt laggen. Das ist ein schlechter Moment zum laggen. Oh, was ist denn die Geschwindigkeit? Auxiliary Augment. Reception Coil oder Transmission? Auxiliary Reception Coil. Pauli, du hast bestimmt nicht die Güte, mir ganz kurz ein wenig Zeug zu holen, oder? Zu bringen, so ein Tank. Gib mir eine Sekunde, sowas. Wenn ich das hier... Wenn ich mich jetzt hier über meine Maschine aufgeregt habe. Okay. Rino bräuchte ich. Alter, auf einmal geht die ab wie Schmidts Katze. Gibt's ja gar nicht. Das hätte mir auch echt mal einer eher sagen können. Wahrscheinlich hat das auch einer. Waiting for Server. Ja. Ah, jetzt. Aua. Miri! Ich suche! Was suchst du? Pflanzen, die mir fehlen. Aha. Klingt ja sehr konstruiert für mich. Ich denke auch, dass sie sich das ausdenken. Ich ärgere euch nur und renne deswegen durch die Gegend. So ist es nämlich. Das ist deine eigentliche Intention dahinter. Zu dumm. Ein bisschen. Schade, ich wollte jetzt vielleicht noch Louis? Output machen. Der Dreckscreeper hat mich vergiftet, sonst geht's ihm aber ganz gut. Lauli, kannst du mir einen Tank und Lapis Baloui mitbringen? Einen leeren Tank? Ja. Ja, das mache ich. Wenn ich hier wieder rauskomme, aber es geht ja nicht, weil ja irgendwer erkundet. Wer? Bin ich. Ich glaube, es heißt Miri. Also ein Singularity Tank? Ein Singularity Tank sollte reichen, ja. 12 Marble, 4 Chiseled Marble. Und wie viel Baloui willst du haben? Haben wir nicht, das ist das Problem. Okay, dann muss ich die gleich suchen. Hast du nicht die Dings, die... hast du nicht da die Query am Laufen? Ich glaube, am Laufen ist er nicht mehr, aber der ist genug freigelegt. Lapis ist nämlich auch irgendwie in den 7 nicht wirklich drin. Ja, das kriege ich aber noch hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück davon. Das müsste alles sein. Oder jetzt können wir in die Konstruktionsphase gehen, die interessant werden dürfte. Weil? Wir brauchen Arches. Aus dem einfachen Grund, dass dieses Ding interessant gebaut wird, Blauli. Da brauchen wir Liquid Starlight Buckets, damit das Ding richtig gebaut ist am Ende des Tages. Das finde ich sehr interessant. Hallo. Ja. Hallo. Tschüss. Dankeschön. Gerne. Wo ist mein Bucket?
Miri! Was denn? Elect! Nein, bei mir nicht. Okay, entweder sehe ich gerade in meinem Inventar den Bucket nicht. Und mein Bucket hat sich gerade verabschiedet. Das ist ein Problem, ich brauche den Bucket. Wir können nicht einfach so einen neuen bauen. Warum nicht? Ja, weil der nicht kein einfaches Crafting-Rezept hat. Ich habe aber die, das Eisen in der Schmelze und einen Eimer. Ja, dann muss ich gleich nach Hause. Wo ist denn mein Bucket hin? Ich hatte den doch gerade noch. Oh, jetzt habe ich sortiert. Peace. Du hast ihn geschmolzen. Katze in dem Ding ist auf jeden Fall was drin. Also hier sind Lapis-Balui drin. Ich klaue mir aber jetzt hier die Drawer da drin, ne? Ich will die nicht mehr hier draußen haben. Nicht in der, in dem Reaktorkern. Ja, okay. Weil das ist nämlich scheiße. Ich hab bestimmt den Eimer vorhin irgendwo hingelegt, ohne es zu klicken. Oder er ist wirklich im Inventar und ich übersehe ihn. Manchmal backen die sich doch so rum. Ja, es backt doch manchmal. Hier ist wieder so ein Balui-Männchen, was so komische Geräusche macht. Ach, der Bucket da. Oh Gott, mein Bucket lag in meinem Inventar. In meinem Crafting-Ding. Gerade aufgefallen, dass der da liegen muss. Nö, trashen müssen wir gar nichts davon. Dann wieder raus. So, dann müssen wir in der Mitte hier drei Arches bauen. Wenn ich Arches hier, Rune Marble. Heiliger Wimmer. Das ist, dieses Ding zu bauen ist aber auch wirklich interessant. Hier müsste ich jetzt das Lapis Balui reinschmeißen. Wir sind 100 Lapis Balui in dem Reaktorkern da. Okay, dann kann ich die gleich dort holen. Gesundheit! Danke dir! Bitte schön! So, dann hören wir die ganz kurz. Oh. Rabbity, rabbity! Woohoo! Wir haben nicht mehr unendlich viel Fuel für das Overworld-Portal im Übrigen. Wir haben im Inventar von, also im System noch Bitumen. Das müssten wir nur in eine Makrosuppe packen und dann in Eimer und dann wieder reinlegen. Ja, noch sind 580. Eventuell waren vorhin auch mehr. Vielleicht habe ich aus Versehen einen Eimer weggenommen. Du hattest aus Versehen einen Eimer weggenommen. Ich habe aus Versehen einen Eimer von dem scheiß Portal genommen und musste ihn wieder anmachen. Pauli, du Bob. Tut mir leid. Ich glaube nicht, dass dir das leid tut. Doch, ich glaube, das war Absicht. Ich glaube, du wolltest uns aussperren. Wollte uns umbringen. Ja. Dann hätten wir Stranded 3 anfangen können in der Overworld. Noch gibt's kein Stranded 3. Was wäre das dann? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was geplant haben, was Richtung Stranded 3 geht. Da ist immer die Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich das mit euch nochmal ertrage. Mein Jetpack ist wirklich leer. Wow! Jetzt ist mein Jetpack leer. Jetzt muss ich zurücklaufen. Alter, jetzt geht gerade alles schief. So. Dann müssen wir das hier noch hier anschließen. Zack, zack. Zack. Warum verbinden sich die Rohre nicht? Miri? Aus Versehen. Ich muss Pfeffer suchen. Ich schick dich dahin, wo der Pfeffer wächst, meinst du wohl? Ja, das wäre gut. Wo?
Flash Kick Miri. Da wächst Pfeffer, guck mal. Das ist in der Singleplayer-Welt. Oh, jetzt ist hier so hohes Gras, wo man nicht durchkommt. Oh, ja. Warum heulst du denn die ganze Zeit rum? Ich dachte, das wäre meine Aufgabe. Nee, das ist einfach gerade, hat mich echt abgefuckt. Was? Dass du dumm bist? Nee, ich brauche 12 Starlight, Liquid Starlight. Starlight Express! Ja, weiter. Ich brauche 12 Liquid Starlight. Und habe halt dazu das ganze Zeug gebraucht, was ich wieder nicht einfach craften konnte. Bräuchte ein Charm of Dislocation, dann wäre ich glücklich. Oh, Papageien! Papagaul! Wenn ich die töte, kriege ich da bunte Federn raus. Ja, richtig. Aber und nein. Ja. Ach, schön, leck! Oh, jetzt machst du safe. Okay. Das ist das safe. Nichts rausgekommen, was ich brauche. Hast du ihn wirklich getötet? Ja. Bist du ein Arsch? Die sind bunt. Gelohnt. Hallo? Sag mal Hallo. 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 Nein, der Vogel soll Hallo sagen. Au, irgendwo sind auch Bienen. Au. Hashtag verdient? Ich finde auch. Bienen. Ach. Nein. So Hashtag Scheiße. Bienen. Nein, nein. So, und jetzt haben wir hier, jetzt haben wir die Kiste, machen wir jetzt hier den Tunnel dran. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, in welche Richtung ich gucke. Scheiße. Also bist du ein Putzlappen? Putzlappen, genau. Osten. Ja. Tunnel, nicht Doven. Doven ist falsch. North, South, West, East. Sehr schön. Oh, und wieder was vergessen. Mann. Immer vergesse ich alles. Ja, das kann ich bestätigen. Du bist ein Arsch. Nein, ich bin Miri. Ja, Miri ist ein Arsch. Nein. Achso, ich habe mir übrigens überlegt, ich töte irgendwann einfach die Kühe. Alle. Weil? Warum? Ich habe da eigentlich keine große Grundlage. So. Okay. Okay, Leute, sind wir mal ganz kurz realistisch. Wenn wir jetzt gehen, dann kommen wir nie wieder zurück, weil Blaudi zu blöd ist, das Portal zu bedienen. Könnte sein. Ich glaube auch. Miri! Was mache ich denn? Ich habe gar nichts gemacht. Es klappt einfach nichts. Und deswegen bin ich schuld, weil du doof bist. Du recht hast. Ach schön, Moment. Da ist Destabilized Redstone drin. Das ist ja, boah, ist das nice. Warum brauchst du es? Ja, nee, das ist das, was ich jetzt lösche. Nein, da hast du da oben, hast du extra, guck mal, da oben drüber gibt es extra Storage für solche Sachen. Links kommt Destabilized Redstone rein. Du hast halt auch noch die Intelligenzbücher, Mann. Was ist denn jetzt hier richtig? Klär mich auf. Hallo? Ja, es ist halt ein Ding. Echt den Umweg gehen. Okay. Ja, Katz ist gerade Meckerlaune. Ich weiß nicht warum. Den Umweg. Ich wollte damals den Tank rechts lassen und du hast gesagt, nein, nein! Ich hätte auch nicht erwartet, dass du zu viel machst von Zeug. Ja, sorry. Ich glaube nicht, dass dir das leid tut. Nee, tut's mir auch nicht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Jawoll. Und jetzt verbinden wir nur noch. Den Rest auch noch schnell damit. Muss ich das Skystone-Pulver erst brennen oder lieber nicht? Skystone-Pulver bringt dir gar nichts, wenn du es brennst. Skystone-Dust kommt auf eine mit Lava gefüllte Stone-Barrel, um Skystone zu erstellen. Oder wird als Crafting-Ingredient benutzt. Achso. Gut, dann hau ich es einfach weg.
mal, Lolli, du hattest vorhin wirklich einmal das Portal deaktiviert? Ja, aus Versehen. Das hätte gar nicht passieren können, eigentlich. Ich habe einen Eimer runtergenommen. Hast. Ja, da musst du es wieder aktivieren. Ja, habe ich ja. Ja, aber das Aktivieren kostet doch normalerweise eigentlich 3 Buckets. Pferde! Es waren 1500 drin, also. Ja, deswegen. 3 Buckets sind 3000. Deswegen, warum hat er nur 1000 gebraucht, um das zu aktivieren? Vielleicht war es nicht lange noch aus. Ob das so funktioniert? Denke schon. Naja, es hat funktioniert. Ich muss nicht weiteres wissen. So. Das braucht ja gar nicht ewig. Das ist ja gut, dass das nicht ewig braucht hier. Wer braucht ewig? Wofür vor allen Dingen? So, da ist der Lapis Baloui Block. So. Du ahnst nicht, was ich hier für eine Gehampel mache. Hier, runter. Runter, so, so. So. Wow, das funktioniert wirklich, Alter. Alter! So, da kommt das Ding drauf, okay. Sehr schön. So, jetzt brauche ich, sag mal, wollen wir eigentlich die Folge beenden oder eher nicht so heute? Nee, eher nicht so. Nö, eher nicht. Muss ich? Nee, ich bin nicht dran. Nee. Ich weiß es nicht. Ob doch. Ich? Glaube schon. Ich weiß nicht. Mal ganz kurz, ist das wirklich so? Wollen die das wirklich da haben? Was ist das für eine dämliche Aufstellung? Okay, Leute. Ich hätte das jetzt hier hingestellt, aber die wollen das anscheinend hier haben. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr kommt morgen wieder. Da gibt es eine neue Folge. Bis dahin macht's gut und guckt bei Katze und Miri vorbei. Und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss. Tschüss.